Eine neue invasive Stechmücke hat sich hier ausgebreitet. Die asiatische Tigermücke. Sie ist urban, tagaktiv und sticht mehrmals zu. Das ist sehr lästig und verdirbt den Aufenthalt im Freien. Sie ist kleiner als eine 5-Rappen-Münze, also eine eher kleine Stechmücke. Auffällig ist ihre schwarz-weiße Färbung. Man erkennt sie an der einzelnen weißen Linie auf dem Rücken und an den geringelten Beinen. Außerdem ist die Tigermücke in der Lage, Krankheiten zu übertragen. Um das zu verhindern, ist es wichtig, die weitere Ausbreitung zu vermindern und die Mückendichte so gering wie möglich zu halten. Dafür kann jede und jeder etwas tun. Einfach von April bis Ende Oktober stehendes Wasser vermeiden, denn hier können Tigermücken ihre Eier ablegen. Brutstätten können Untersätze eines Blumentopfes, herumliegendes Kinderspielzeug, Regentonnen oder verstopfte Dachrinnen sein. Beachten Sie drei einfache Grundsätze: Leeren, Abdecken, Reinigen. Leeren Sie alle Gefäße, in denen sich Wasser sammeln kann, wie Topfuntersetzer, Kinderspielzeug, Tiertränken und Vogelbäder, einmal in der Woche. Decken Sie Regentonnen mückensicher ab. Reinigen Sie Dachrinnen und Entwässerungsrinnen regelmäßig. Lagern Sie Gefäße, die nicht gebraucht werden, unter Dach oder drehen Sie sie um. Füllen Sie Vertiefungen im Mauerwerk oder in Dohlendeckeln mit Sand auf. Für Wasserstellen, die nicht geleert oder abgedeckt werden können, können Sie in den Bekämpfungszonen ein biologisches Bekämpfungsmittel verwenden. Dieses Granulat basiert auf einem Bakterium, das spezifisch gegen Stechmücken wirkt. Belebte Teiche und Biotope sind keine Brutstätten, da die Larven dort von Fischen, Amphibien oder Wasserinsekten gefressen werden. Auch die Wasserbewegungen in Springbrunnen und Wasserspielen sowie geklorte Pools sind für die Larven ungeeignet. Sollten Sie eine verdächtige, schwarz-weiße Mücke sehen, können Sie diese über www.mücken-schweiz.ch melden. Weitere Informationen zur Tigermücke erhalten Sie bei den kantonalen Fachstellen. Helfen Sie mit, denn darauf hat wirklich niemand Lust.